Grüß Gott und willkommen zurück bei Konrad Seidels Bier der Woche. Diesmal haben wir ein Bier aus Oberösterreich, aus der Brauerei Schneitl, der Schneitl Dunkel. Im Gegensatz zu vielen anderen österreichischen dunklen Bieren ist dieses Bier nicht süß, hat aber alle die Charakteristika, die eigentlich ein dunkles Münchner Lager vielleicht so um 1900 gehabt hätte. Und das ist auch der Bierstil, den der Matthias Schneitl anstrebt. Er versucht, ein Landbier herzustellen, das so ein bisschen den alten, dem gepflegten oberösterreichischen Charakter entspricht. Und dieses Bier hat sich in einer modernen Umgebung sehr, sehr gut bewährt. Und da sieht man, wie aus einer Landbrauerei in Oberösterreich ein Bier kommt, das auch durchaus urbanen Charakter gewonnen hat. Und wenn man jetzt dieses Bier anschaut, es hat eine wundervolle kupferne Farbe. Und man sieht, der Schaum ist fast weiß und dieses Bier verspricht uns schon, dass da hier auch ein bisschen ein Karamellton drin ist. Wir finden den in der Nase, da ist ein Karamell- und Röstton dabei. Und der Antrunk ist sehr, sehr schön vollmundig, ohne je in die Süße zu kippen. Wenn wir das Bier jetzt im Mund einige Sekunden wirken lassen, dann kommt zunächst einmal ein Abklingen des Karamelltons und ganz, ganz langsam merken wir, dass hier jetzt die Rösttöne überwiegen. Und die Bittere, die bei diesem Bier natürlich sehr zurückgenommen ist, die kommt hier jetzt nicht unbedingt vom Hopfen. Hier haben wir ganz deutlich drinnen die Röstmalzbittere, die Aromen und Bitterstoffe, die von dem dunklen Malz in dieses Bier hineinkommen. Natürlich ist das wieder ein Bier, das eher zu kräftigen Speisen passt. Also hier würde ich jetzt nicht sehr mit irgendwelchen subtilen Fischgerichten hingehen, obwohl die sich, wenn sie etwas kräftiger gebraten sind, auch eignen, sondern hier gehe ich eher zu einem kräftigen Schweinsbraten. Da habe ich jetzt gern auch dazu vielleicht ein Stötzen. Das ist ein Essen, das mit diesem Bier sehr, sehr gut zusammengeht. Und man kann bei dem Bier einfach auch ein bisschen Tradition mittrinken. Und daher nehme ich jetzt noch einen kräftigen Schluck, ein herzliches Prost und wir sehen uns beim nächsten Konrad Seidels Bier der Woche. Prost!